Wie geht's dir im Moment? Oh, mein Herz. Aber eigentlich vertraue ich ihm schon. Aber du zweifelst jetzt schon, wenn du es aussprichst. Wenn ich die Bilder sehe, oh Gott. Boah. Wie fandest du denn überhaupt die Auswahl von Markus, die Favoritin? Gut. Also hätte ich auswählen dürfen, hätte ich auch wahrscheinlich sie genommen, weil die kam wirklich am erwachsensten, am vernünftigsten rüber. Und nicht wie so eine billige Verführerin. Also die beiden haben sich auf jeden Fall ein bisschen näher kennengelernt. Okay. Und wir schauen uns dazu jetzt die Bilder an. Ja. Ich brauche einen Mann, der im Leben steht. Ich finde einfach, dass ich mich damit auch besser artikulieren kann. Auf Augenhöhe irgendwie. Das klingt total doof, dass das eine 21-Jährige sagt. 21. Ich mache halt nur noch Solo-Videos. Diese Porno-Sache ist halt einfach, du musst am Ball bleiben. Du musst diese Videos haben, um was? Im Ranking angezeigt zu werden, sonst verdienst du kein Geld. Ist die Pornodarstellerin oder was? Ich muss gerade dranbleiben. Also ich wollte das alles aufgeben und jetzt starte ich noch mal richtig durch. Aufgrund von hier. Nee, das ist gar nicht unverwerflich. Ist sie darauf stolz, Pornodarstellerin zu sein? Weißt du, was ich will? Ja. Ich kann keinen Chef haben, der mir sagt, ey, du machst jetzt das und das. Ja, alles cool. Also sie juckt mich gar nicht, dass sie Pornodarstellerin ist. Er wird das richtig ekelhaft finden. Also, weiß ich. Ja, das ist ein richtiger Abtörner. Glaubst du, auch wenn sie nackt vor ihm steht, würde er nichts machen? Nee. Willst du mich verarschen, dass er wieder nackt da ist? Nee, hab ich gar keine Angst. Ihr wollt noch mehr Versuchungen? Dann geht's hier entlang zu unserer Temptation Island Playlist. Und wenn ihr die ganze Folge noch nicht gesehen habt, dann holt es sofort nach und klickt hier.